Wo ist denn mein Armleuchter? Und wieder eine Haarklammer dabei. Sieh mal einer an, wer hier wieder angeschlichen kommt. Ich werde diese Barren in Verwahrung nehmen, Hiwi. Schaff deinen Hintern einfach wieder da rein und mach deine Arbeit. Du bist ja ein Naturtalent. Hier, damit kannst du noch härter arbeiten. Der Besitzer hat wegen seiner Enthauptung keine Verwendung mehr dafür. Das trifft sich gut. Hier sind ein paar Barren. Die kannst du mir geben. Was hast du? Hast du irgendwas für mich? Ich denke, das hier kann ich entbehren. Filtrierhelm. Wir sind am Barbaren. Material. Hast du irgendwas für mich? Denke mal, du hast ja was verdient. Wenn du wieder rausgehst, sollten... Stahlschlagring. Die hier. Kannst du... Hast du irgendwas für mich? Wie wär's, wenn ich dir... Diese Rüstung war eine Sonderbestellung für einen der Kämpfer aus dem Loch. Hier am Barbaren. Die kann... Reicht das schon? Nein, das reicht nicht. Geh und besorg ein paar mehr und ich werde mal sehen, was ich für meinen Meistersucher in... Nur mein Freund, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor ich dich in kleine handliche Stückchen zerschneide? Das ist die billigste Alternative, die ich anbieten kann. Zerschneiden statt erschießen. Nicht wahr? Aber wir müssen ja noch mit Marco quatschen. Hab ich ganz vergessen. Aber nachdem wir ja schon ein ganzes Arsenal an Waffen haben, brauchen wir ihn eigentlich gar nicht mehr. Aber ey. Ich gehe trotzdem mal rein zu ihm und frag mal. Hey, nicht zu laut. Ich brauche eine Waffe. Ja, Midea hat mir schon von Ihnen erzählt. Werner hat sie geschickt, stimmt's? Ich kann Ihnen helfen. Hier, die ist für Sie. Eine automatische Axt. Schön, nicht? Ich baue sie aus alten Autoteilen, die mir die Sucher aus der Stadt mitbringen. Sehen Sie zu, dass sie gute Anwendung findet. Aber Vorsicht vor den Bossen. Eine falsche Bewegung und sie sind erledigt. Hey, nicht zu laut! Nein, in Ruhe weiterarbeiten. Okay. Tut mir leid, dass ich nicht weiter... Nothalt. Befehl ignoriert, Überschreibung aktiviert. Ich bin, glaube ich, gerade etwas überlastet, ha? Nothalt. Befehl ignoriert. Lass mal kurz überlegen. Wir sind, glaube ich, überlastet. Ja, genau. Die automatische Billardkö. Das Sensormodul. Der elektrische Leiter. Naja. Chinesische Pistole. Noch eine chinesische Pistole. Da. Das Offizierschwert. Naja, wenigstens etwas. Saftladen. Eckenschützengewehre. Ein Kreuzschlüssel. Die Combat. Was haben wir denn noch? 10mm Pistole kann ich nicht reparieren. Schade. Maschinenpistole natürlich. Den Nagelschlagring kann ich nicht gebrauchen. Die zwei Schlagringe kann ich nie gebrauchen. Die Sturmgewehre. Ja.
Das Sturmgewehr, das Sturmgewehr, das Sturmgewehr, der elektrische Leiter. Stahlschlagring, hau mir bloß ab damit, ey. Die Minigun, die ihr sowas von am Arsch ist. Den Menschenöffner, krass. Hat nur einen anderen Namen, ist aber das gleiche wie hier die automatische Axt. Neu hier, was? Woher sind wir denn? Aus der Erie-Gegend, dem Ödland der Hauptstadt? Ronto? Wozu überhaupt die Fragerei? Ich brauche eine Waffe. Wo kann ich Marco finden? Was soll die Fragerei? Gut. Da Sie mir vielleicht helfen können, verrate ich Ihnen ein kleines Geheimnis. Die Sklaven hacken immer etwas aus. Ich finde heraus, was sie im Schilde führen und geb's dann an die Bosse weiter. Und als Dank dafür muss ich weniger arbeiten. Gutes Geschäft, was? Falls Sie also was hören, dann sagen Sie mir Bescheid. Wie wär's, wenn ich dich einfach im Kopf kürzer mache? Ich hab Karma verloren für jemanden, der seine eigenen Leute verpfeift. Entschuldigung, aber das ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen übertrieben. Wo finde ich denn noch so einen Arschlamm, den ich mit dem Ding ein bisschen zerkleinern kann? Zum Gulasch verarbeiten. Oh, da oben ist einer. Wie komme ich... Menschenöffner, die Minigun, der Holzhammer, die Jagdflinte mit Heckenschützengewehr mit einem Schuss. Toll, danke. Die Seidenwaffe von Bill. Oh. Zerfetztes Sklavenoutfit. Naja. Entschuldigung. Habe ich das Arschloch auch umgelegt? Was? War wohl nichts. Pit Raider. Where hiding you? Wo bist du? Wo versteckst du dich, Lappen? Komm doch heraus, dann spielen wir eine Runde miteinander. Hilfe! Komm, wir spielen eine Runde miteinander, Lappen. Das ist ein Schatz, oder? Schuss von der Minigun. Hm.
Keine Munition mehr. Schade. Ach man, oh. Naja, sie kommen gerade richtig. Asher befahl allen, auf den Platz zu kommen. Es wird gemunkelt, dass er die Arena aufmachen wird. Das wäre für uns ideal. Was ist mit der Arena? Jetzt erklären Sie mir diesen Plan erstmal genau. Es ist ganz einfach. Ab und zu macht Asher die Arena auf. Dann kann jeder Sklave, der dazu bereit ist, gegen die Gladiatoren kämpfen. Wenn sie gewinnen, lässt man sie frei. Und sie bekommen eine Audienz bei Asher. Es ist die einzige Chance für einen Sklaven, mit ihm zu sprechen. Sie kämpfen und gewinnen. Und wenn sie mit Asher sprechen, holen sie sich das Heilmittel. Und er wird es mir einfach so geben? Muss ich ihn töten, um es zu bekommen? Nein, nicht ganz. Werner hat ein Ablenkungsmanöver vor. Wissen Sie, wir haben diese Waffen ja nicht umsonst gemacht. Ach so. Sobald Sie Asher gegenüberstehen, sollte das Heilmittel greifbar sein. Schnappen Sie es sich und bringen Sie es mir. Jetzt lassen Sie uns aber verschwinden und Ashers Ansprache anhören. Falls die Wachen uns hier erwischen, werden sie uns die Hölle heiß machen. Wahrscheinlich. Ich überbringe gute Neuigkeiten. Wir erleben den Anbruch eines neuen goldenen Zeitalters. Wo andere lediglich überleben, da gedeihen wir! Und obwohl ich eure Bemühungen geleitet habe, war es eure eigene Stärke, durch die ihr den Neid der ganzen Welt auf euch gezogen habt. Doch vor allem beneidet man uns um unsere Siege im Kampf um die Freiheit. Denn es ist letzten Endes diese Freiheit, die unser aller Ziel ist. Und daher frage ich zur Feier dieses Kampfes meine treuen Arbeiter, wer unter euch ist bereit, für die Freiheit zu kämpfen? Ich. Wer von euch will sein Leben im Schmelztiegel riskieren? Hier, wir haben eine. Diese Frau hier wird im Loch kämpfen. Kommen Sie schon, Asher. Werden Sie tatsächlich jemanden... Fräulein, Sie stehen für den Traum, dass die Arbeiter ihre Freiheit erlangen und wir eines Tages alle Gefahren dieser Welt abschütteln können. Alle anderen können gehen. Sie legt die Kämpfe fest. Melde dich für die Arena an. Na, hervorragend. Was los, Katsumi? Täuschen Sie uns nicht. Ist die Frage, ob ich enttäuscht werde. Nehme ich die Seilwaffe von Bill mit? Also gut, nehme ich die Seilwaffe von Bill mit. Die ist ganz... Ja, die ist ganz passabel. Ich habe sie nicht gemacht. Wie, die hat kein... Okay, was geht's? Die Seilwaffe von Bill sieht ein bisschen komisch aus. Dann nehme ich doch lieber die 32er. Nee. Die 44er Magnum mit Zielvorrichtung natürlich. Ich habe ein neues Spielzeug entdeckt. Die Arena. Na, Arschlappen. Du bist also dieser bescheuerte Hiwi, der sich dafür gemeldet hat, im Loch zu kämpfen, hab ich... Na, dann geh doch mal runter. Phaedra wartet schon auf dich. Spuk. Wie, ich hab keine Munition dafür. Jetzt willst du mich aber verarschen.